Ja, moin ihr Lieben, da sind wir wieder zum Thief Simulator und ich habe letztes Mal ganz eindeutig gemerkt in den Kommentaren und was ihr mir so persönlich geschrieben habt, dass euch ganz, ganz besonders diese eine Villa hier angetan hat. Und genau deswegen versuche ich dort wieder einzubrechen und zu sehen, ob da nicht noch mehr geht. Ich will unbedingt wissen, ob da mehr geht, als dieses eine Zimmer auszuräumen. Und genau das finden wir jetzt heraus. Ich habe mein Auto hier schon mal hingeparkt, schnell. Den Weg rein kennen wir ja schon. Den Weg raus kennen wir jetzt auch schon. Oh Gott, da läuft ein Wachmann. Oh, wo kommt der denn her? Bin ich zu früh? Bin ich früher als letztes Mal? Wie viel Uhr haben wir denn? 23:07. Ich glaube, ich bin früher als letztes Mal. Schauen wir mal. Oh, der kommt hierher. Routine erfassen, damit ich sehe, wo er sich langläuft. Shit, warum steht denn der da genau vor der Treppe, wo ich rein will? Was soll denn das? Die Jalousien schon zu, die sind zu. Wieso ist da plötzlich ein Wachmann mehr? Ah, der geht. Oh, der geht jetzt eine Runde um den Pool. Ist ganz, ganz schlecht. Also für mich ist das ganz, ganz schlecht. Bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht. Nicht hingucken. Ist der gerade verschwunden? Ist der gerade einfach verschwunden? Nein. Da ist er noch. Ach nein, das ist der nächste Zeitabschnitt. Ich muss den neu markieren. Er ist aber zu weit weg dafür. Jetzt geht er wieder nach da hinten. Die Kamera kommt hier rüber. Der Typ geht nach da hinten. Schaffe ich es hinter die Hecke, ohne dass er mich sieht? Ja. Hierhin habe ich es schon mal geschafft. Die Frage ist, wann kommt da einer um die Ecke? Kommt. Wieso kann ich den nicht markieren? Ist aber schnell. Kamera, der Typ. Einer von beiden braucht nur kommen und schon ist rum. Okay, ich glaube, das haben wir geschafft. Wir sind an ihm vorbei. Wir ignorieren das Zimmer jetzt, weil wir wissen wollen, was noch geht. Jetzt trennen wir erstmal die Alarmanlage ab. Das da will ich weg haben. Das da will ich weg haben. Und ich möchte das da weg haben. Und das da auch. Oh, sieht's aus. Das will ich auch ausmachen. Schauen. Nein, warum? Warum, 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 warum? Soll hier lang gehen. Oh Mann!
hoffe, das sind alle Sicherheitsmechanismen aus. Okay, da liegt keiner drin. $70-Bild. Zwei Tresore! Zwei Tresore sind da! Bitte, lass da was Gutes drin sein. Stimmt, in dieser riesigen Villa. Da kann nur was Gutes drin sein. Eine $2000-Uhr, Schmuck und $300 Bargeld. Jawoll, ja. Und der nächste Tresor direkt. Halt, ich möchte erst das Licht ausmachen. $500 Lenovo-Tab gesperrt und das war's oder was? Wollen mich verappeln, äppeln? Dann nehme ich halt das auch noch mit. So. Was haben wir hier? $1600 Uhr. $500 Lampe. 150 Geld. Das ist nur Deko hier oder was? Gelernt, wir sollen nicht zu gierig sein. Also gehen wir jetzt, schleichen wir uns jetzt aus dem Haus. Wir nehmen nur noch hier den Mac mit und die Playsy mit, weil ich die gerade gesehen habe. Oh, der Wachmann da unten, der Wachmann der Security. Nicht zu gierig sein, das habe ich gelernt in der Einbrecherkarriere hier. Wir verlassen jetzt so, wie wir sind, das Haus. Wir nehmen nichts mehr mit. Mittlerweile wird es Tag. Da einer drin? Ich hoffe nicht. Nee, gerade nicht. Ist auch gerade keiner in der Nähe. Oh, bitte, 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 bitte nicht erwischen. Das wäre zu gut. Ah, oh, Mann. Security kommt. Bitte geh nicht in die Hütte. Geh nicht in die Hütte. Nein, nein, nein. Geh da nicht rein. Nein, nein, nein. Wirklich? Sein Ernst? Wusa. Wusa. Reibe die Wut in die Wüste. Ah. Verdammte Achse. Okay, nochmal. Nochmal. Okizuki. Im Schnellverfahren.
Wo ist der Watchman? Da ist der Watchman. Hello, Mr. Watchman. Verschwinden Sie bitte. Weg. Fertig. Okay, auch das ist gut. Jetzt die Tresore klären. Alles klar. Schmuck. 2000 Dollar Uhr. Da. Gut, da nehmen wir auch schon direkt mit. Licht aus, nächster Tresor. Auch wenn nur das Tablet drin ist, ich will das jetzt wissen. Geld. Immer wertvoll. Licht aus. Mehr war hier nicht. Nachbarraum. Mac. Konsole. Oh, da liegen noch die Controller direkt. Die nehmen wir auch noch mit. Schon hier sind. Hoffen wir einfach, dass unser Geiz. Eine 2000 Dollar Uhr! Oh mein Gott, wie gut, dass ich da reingeschaut habe. Verlockend hier hinten nochmal reinzugucken. Nein, da steht noch ein Tresor. Okay, den muss ich noch aufmachen. Den muss ich noch aufmachen. Bitte. Oh mein Gott, 2000 Dollar Uhr, 1500 Dollar Uhr, 1800 Dollar Uhr und nochmal 300 Dollar. Oh mein Gott, jetzt aber nichts wie raus. Und diesmal bitte. Bitte. Schutzpatron der ehrlichen Einbrecher. Habe Mitleid mit dir. Schütze mich auf meinem Weg nach draußen. Oh, ich habe die Routine nicht gespeichert. Wachmann in der Nähe. Zack, 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 zack. Bitte, 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 bitte. Ja. Yeah. Ist da jemand im Anmarsch? Nein. Öffnen.
Jetzt nichts wie raus. Da hinten kommt er, da hinten kommt er. Wir sind draußen! Wir sind draußen! Oh mein Gott, ich will unbedingt wissen, wie viel wir geklaut haben. Oh mein Gott, war das gut. Oh mein Gott, das war besser als der erste Versuch. Wir haben mehr geklaut. Wir waren schneller drin und schneller wieder draußen. Und es ist nicht mal jemand alarmiert worden. Und auch keine Polizei und gar nichts. Ich bin ein Meisterdieb. Nein, ich hätte fast einen Menschen überfahren. Nicht, dass das schlimm wäre, aber es wäre sofort vorbei gewesen, wenn es passiert wäre. Black Bay! So, haben wir denn irgendwas, was die wollen? Hier! Computermaus. Okay, 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 okay. Okay, dann fahren wir jetzt zu meinem Freund Hawking. So, da sind wir bei meinem Freund LAP Hawking. Welcome back. Ja, die Statue will er wieder nicht. Okay. Aber wir haben 650 schon gehabt. Dann haben wir jetzt 1850. Ah, das muss ich erst zerlegen. Okay, wären 1850. Aber die goldene Uhr geht weg. Wären 3850 Dollar. 3890 Dollar. 4280 Dollar. 5180 Dollar, grob. 6280 Dollar. 6520 Dollar. 6760 Dollar. 6760. 8760 Dollar. 10760 Dollar. 11.000, 12.250 Dollar. Und 13.250, 14.050 Dollar. 14.050 Dollar in diesem einen kurzen Beutezug. Wir haben jetzt 34.278 Dollar auf dem Konto. Und was machen wir damit? Wir gucken jetzt, was wir uns noch an Werkzeug kaufen können. So. Nochmal schnell gucken, was für Skillpunkte wir haben. 7 Skillpunkte haben wir und wir haben Level 28. Warte mal, wir können doch jetzt noch was Neues machen. Hier. Nutzen Sie Laptop und Terminals aus der Ferne zu hacken. 4 Punkte, das lernen wir. Und das nächste braucht 6 Punkte. Hacker Server mit Hacker PDA. Das klingt auch gut. Okay, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Laptop und können aus der Ferne Sachen hacken. Dann war es das mit dieser Folge Thief Simulator für heute. Wenn ihr das nächste Mal miterleben wollt, wie wir aus der Ferne mit dem Laptop Sachen hacken können, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es sei Hellsehen auch im Dunkeln. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Haut rein, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Euer Rus. Ciao.